Ja, Möben sind halt wegen ihrer blöden, ziemlich hohen Lebensregeneration so schwierig zu töten. Oh, wer hat hier keine Munition? Gewendala. Alles klar. Gladys hat noch. Alle bitte auf eine Amöbe konzentrieren. Sonst kämpfen wir ewig. Candidus. Letzte Amöbe. Gut, Amöben können wir plündern. Die halten nämlich immer was nettes Zeug dabei. Viel nettes Zeug. Aufgepasst. Alles klar. So. Die Amöbenhöhle endet in einer Truhe und einer Kiste. Oh, jede Menge Zutaten. Bis auf die Giftzähne. Und die Bärenzähne sind auch keine Zutaten, aber das Drachenblut zum Beispiel. Bolzen und ein Dolch. Yay. Alles klar. Auch gut. Das Feuer muss mitnehmen. Und dann nehmen wir die andere Abzweigung. Gucken, was da zu finden ist. Ja. Und ja, sobald wir aus dieser Möbelhöhle raus sind, machen wir uns mal sauber. Also sobald wir wieder oben an der Abzweigung sind. Warum auch immer Spinnen ihre Eier direkt in meiner Amöbenhöhle nisten. Ja, Spinnen sind halt keine Gruftasseln. Die Gruftasseln sind stärker als die Amöben. So. Benutzen. Benutzen. Quick Save. Das bin ich. Neuer Flimflam. Astus. Seltsame Erscheinung. Ja.
Seltsame Erscheinungen. Seltsame Geistererscheinungen spucken in den Tunnel von Guldur herum. Wir sollten dem nachgehen. Beobachte die Erscheinung. Ich habe seltsame Erscheinungen beobachtet und sollte die Augen offen halten. Vielleicht werde ich noch weitere Geister sichten. Mir schien es, als wollten sie mich auf etwas hinweisen. Sie haben sich geprügelt. So viele Gänge? Alle verzweigt? Sag, bin ich denn auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, ja, aber er hat es verstreut. Jedes Teil war anders. Aufhalten will er dich. Wer? Von wem redest du? Was hat er verteilt? Die Schlüssel. Er hat sie tief verborgen, auf dass niemand seinen Schatz erlange. Die Schlüssel für die anderen Rundtüren. Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz? Er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der schlimmste aller kleinen Scheusale. Okay. Also ja, wir können hier hochgehen. Oder wir können da hochgehen. Und hier ist ja noch eine Werkbank. Und hier ist, glaube ich, auch noch ein Weg gewesen. Puh. Ja, hier haben wir echt viel zu erkunden. Tiefenarmöben. Okay. Hi. Ich versuche mein Bestes. Bei Angroschs Bart. Vorax. So liegen nur zwei von dieser Sorte. Mein Atem geht rum. Das bin ich. Und Gladys hat keine Munition, also kriegt sie jetzt erstmal die Jagdbolzen. Ja. Sonja. Meint ihr? Lass das mal Vorgriff machen. Folgt mir. Ja, die Amöben, die fressen hier echt alles. Zunderschwamm und die Materialien für dich. Sonja. Mann, Mann. Ah, noch so eine. Für das bin ich, Candidus. Oh, noch mehr von der Sorte. Wüschra hat er auch noch. Alles klar. Mein Atem geht ruh. Ja, Sonja. Gorkai. Jetzt wird's ernst. Ja, am Schluss stinken wir alle, oder wie? Okay, sie ist jetzt benommen. Sanyasa Fegra. Du bist auch benommen. Okay, das ist nicht so schön. Bei Angriffbar. Ich versuche mein Bestes. So, du nimmst bitte deinen Bogen wieder und du deine Armbrust.
erstmal die Wühlschrate loswerden. Die sind nämlich gefährlicher als die Amöben. Sanya. So, und jetzt konzentrieren wir uns alle auf eine Amöbe. So. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Ja, na klar, kann die durch. So, das war nicht nett. Ein Schwert, ein Wort. Alles klar. Vor allem, dass die Wühlschrate noch von hinten kommen mussten, fand ich jetzt nicht sehr schön. So, eine Tiefenamöbe, zwei Tiefenamöben gibt es hier auf jeden Fall noch. Drei sogar. Sanya. Ja. Na klar. Ach, warte. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Ich versuche mein Bestes. Das bin ich. So, jetzt am Schluss stinken sie alle. Jetzt wird's ernst. Mein Atem geht hoch. So. Ein Schwert. Oh, eine Haarnadel will ich brauchen und Geld. Okay. Mein Ding. Das bin ich. Hier ist auch wieder nur eine Truhe. Identifiziertes Amulett. Schutzamulett der 8 Splitter. Immunität gegen Gift. Sprich, Freund. Noch mehr Steineiche. Metallteile und Pfeilspitzen. Mein Atem geht ruhig. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück zur Weggabelung erstmal. Hoffentlich ohne wieder auf Büschrate zu treffen. Ja, Büschrate, die Erdkolosse des schwarzen Auges. Also, die sind ungefähr genauso random und genauso nervig. So, Wühlschrate auf dieser Seite. Da würde ich aber sagen, speichern wir hier jetzt mal mit LP036. Und machen an dieser Stelle einen Cut. Also... Bis gleich.